Kannst du mal Five Nights at Freddy's spielen? Leute, das ist ein Game, vor dem habe ich mich echt lang gedrückt. Ich weiß überhaupt nichts von dem Game. Ich weiß nicht mal, wie es funktioniert. Irgendwie muss man, glaube ich, man spielt das über so Wachungskameras und muss immer hin und her schalten. Ja, ich weiß, bin ich ein Kacknoob. Ja, ich weiß, ich bin der übelste Kacknoob. Ich habe das nie gespielt, ich habe mich da immer davor gedrückt, weil ich bin kein Jumpscare-Fan. Aber ihr habt es euch gewünscht, Leute, ich gucke es mir jetzt mal an. Schauen, wie lang, dass ich das durchhalte. Aber hier, Leute, ich spiele das nur für euch, gell? Also bitte abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich glaube, von FNAF gibt es ja auch 546.308 Teile und sämtliche Challenges. Wenn ihr da mehr sehen wollt, dann schreibt mir und wir probieren das jetzt mal aus. Family Pizzeria looking for security guard to work the night shift. Achso, ich bin quasi... Okay, ich verstehe. Und man muss irgendwie die Nacht überstehen, gell? Es geht, glaube ich, auf Zeit. Ich habe echt keine Ahnung von dem Game. Wo ist denn ein Telefon? Hä? Boah! Achso. Der Schreck er hier schon. Okay. Ach so, der macht das so automatisch, okay. Also bis jetzt raff ich gar nichts. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment. Und da sind irgendwie Kinder gestorben, oder? Und die Kinder sind jetzt sind so Puppen drin, glaube ich, irgendwie so. Ich habe die Story mal irgendwo gelesen vor ein paar Jahren. Auch von der Spielmechanik weiß ich halt nichts. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those songs for 20 years, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware. The characters do tend to wander a bit. Schneiß nicht. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their Vielleicht passiert in der ersten Nacht auch einfach nichts. Kann ja sein. Also ihr wisst es wahrscheinlich, aber ich... Vielleicht muss ich auch irgendwas tun. Ich habe echt keine Ahnung von dem Game. Oh, ich höre irgendjemanden singen. Sorry, out of order. Oh, da geht die Kamera nicht. Alter, wie lange geht denn dieser Telefonanruf bitte? Ich kack gleich ab, Junge. Halt jetzt die Backen. Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Wie lange geht denn eine so eine Nacht? Das könnt ihr mir auch nicht beantworten. Naja, die ging ja nicht. Don't run, don't yell, don't scream, don't poop on floor. Stay close to mom, don't touch Freddy, don't hit, leave, just don't hit, leave before the dark. Alter, was geht denn ab bei euch? Das ist Freddy, oder? Also ich glaube, in der ersten Nacht passiert nichts. Die müssen wir wahrscheinlich einfach durchstehen und... Nehme ich jetzt mal an. Ich kann hier nicht rumgehen oder so, gell? Ne?
Ja, dann warten wir mal, nicht wahr, Leute? Da, jetzt läuft wieder Musik. Wo läuft denn diese Musik? Ich hätte eigentlich gedacht, hier. Aber da passiert nichts. Nein. Oder hier, weil da ist ja diese... Ne. Jetzt ist sie wieder aus. Ja, da habt ihr mir ja ein super tolles Spiel vorgeschlagen. Das macht richtig Spaß. Es ist erst 2. Boah, kann ich nicht den Ventilator ausschalten? Das Geräusch macht mich wahnsinnig. Was bringt das Licht? Wo ist denn das? Wo leuchtet denn das hin? Das sieht man hier nicht, gell? Ja. Hey, warte mal. Da fehlt jemand. Alter! Alter! Alter, was war das? Der hat die Kameras kaputt gemacht. Ah, nee, jetzt geht's ja wieder. Oida. Oh, das ist nicht der Freddy, oder? Das schaut aus wie eine Ente. Oh, jetzt fehlt noch jemand. Was muss ich jetzt machen? Ich habe keine Tasche. Was? Oh Gott! Was? Oh mein Gott! Was hätte ich denn jetzt machen müssen? Scheiße, Leute. Hätte ich die Tür zumachen, aber der Knopf ging ja gar nicht mehr. Ich bleib jetzt einfach hier sitzen. Ja, wir machen jetzt hier zu. Und ich bleib hier sitzen. Dann kann ja nichts passieren, oder? So machen wir das. Was hätte ich jetzt machen müssen? Ich kann ja gar nichts machen. Ich kann ja bloß von Kamera zu Kamera jumpen. Ich würde ja sagen, ich hätte das anders gemacht oder jenes, aber ich kann ja gar nichts machen. Naja, aber wir chillen jetzt einfach unsere Eier. Wir warten jetzt, bis die Nacht rum ist und fertig. Mal gucken, was dann passiert. Ob der trotzdem kommt oder... Ah ja, okay. Jetzt spielt wieder die Mucke. Aber ich gucke da jetzt einfach nicht hin. Master Brain. Und jetzt ist ja auch hier die Tür zu. Also er kann ja hier jetzt auch nicht reingucken. Ich glaube, man muss in einer bestimmten Abfolge verschiedene Dinge tun. Ich habe das, glaube ich, auch mal gesehen, dass der irgendwie das Licht dann in einem richtigen Moment ausmachen musste oder anmachen. Irgendwas war da und
Ja, ich hätte hier vielleicht die Tür zu, aber ich konnte ja die Tür nicht zumachen, der Knopf war ja nicht da. Power left 32%. Wo ist denn die Power? Welche Power ist das? Weil theoretisch, wenn das jetzt so abläuft wie vorher, müsste ja die Tür hier aufgehen, sonst kann ich ihn da ja gar nicht sehen. Ich weiß auch nicht mehr, um wie viel Uhr das war. Ach! Der Strom ist ausgegangen, weil... wegen Power left. Ich hatte quasi keinen Strom mehr. Oder? Aber dagegen kann ich ja gar nichts machen. Doch, dagegen kann ich was machen, wenn ich nicht auf die Kameras schaue, oder? Ach man, Leute, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt kommt wieder die Mucke. Jetzt ist der Strom gleich aus. Mann, ich kann ja nichts dagegen tun, dass der Strom ausgeht. Null Prozent. Scheiße. Ich kann doch gar nichts machen. Und warum hört sich das an, als würde eine Rakete starten? Okay. Oh scheiße, ich höre ihn schon wieder. Muss ich dann einfach weggucken? Ich kann nichts machen. Ich gucke einfach weg. Ich gucke weg. Ich gucke nicht hin. Nein. Aber jetzt weiß ich, dass es kommt. Ah, ich bin nicht erschrocken. Was zur Hölle? Hab ich so viel Strom verbraucht, weil ich die Türen zu hatte? Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich hab nicht jetzt eine Theorie. Ich finde leider keine Komplettlösung, also wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal. Meine Theorie ist, dass die sind alle da hinten in diesem Raum, ja? Und irgendwann nicht mehr. Und dann muss ich sie finden. Und dann sehe ich quasi, aha, jetzt ist er da, jetzt ist er da, jetzt ist er da. Der kommt näher zu mir und bevor er bei mir ist, mache ich die Tür zu. Dann habe ich noch Strom. Weil wenn der, ich glaube vorher war das Problem, dass der Strom alle war, genau in dem Moment, wo der bei mir war. Und deswegen ist wahrscheinlich, deswegen hat er mich wahrscheinlich gecatcht. Allerdings war er nicht nur eher weg. So probieren wir es jetzt nochmal. Und, die andere kommt vielleicht von der anderen Seite und dann muss ich da die Tür zum... Ja, probieren wir es aus. Wie gesagt, wenn es euch taugt und ihr wollt, dass ich das weiterzocke, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann vertiefe ich mich da ein bisschen mehr rein. Und dann können wir auch von mir aus alle Teile spielen oder so, mal gucken. So, den Anruf drückt man dann gleich weg. Ja, das kann sein, dass das die Türen schließen Strom verbraucht. Könnt ihr mir vorstellen. Und da jetzt sind sie, also das ist ein Hase, oder? Ein Hase, die Ente, die zwei waren weg. Wo kam denn dieser Bär her? Ist das er? Aber der war doch noch da. Nee, Schmarrn, die Ente war noch da. Die Ente war noch da. Also der Hase und der Bär waren weg. Und dann kommt er quasi hierher, dann hierher, dann hierher, hierher und ich mache dann die Tür zu. Und die andere kommt vielleicht da lang. Ich weiß es nicht. Dies ist die einzige Theorie, die ich jetzt habe. Wenn ich die ganze Zeit da hingucke, dann kann der ja eigentlich nicht verschwinden. Da stand er dann auch mal, gell, ja. So werden wir das machen. Sind sie noch alle da? Alles cool. Ich verbrauche halt trotzdem Strom. Der geht ja trotzdem weg wie Sau. Weil ich komme ja aus meinem Kämmerchen nicht raus. Also die einzigen Möglichkeiten, die ich habe. Okay, sind noch alle da? Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist den Raum zu schützen. Also, was soll ich anderes machen, ja? Ich gucke jetzt immer wieder so, bis die weg sind. Ja, sind noch alle da? Kann ich das auch... Ah ja. Okay. Dann gucken wir da einfach immer wieder rein.
bis die halt mal nicht mehr da sind. Jetzt haben wir um 2 Uhr immer noch 71%. Okay. Ja, das war wirklich, ich habe den Strom quasi verbraucht, weil ich die Türen zu hatte. Das sollten wir halt nicht tun. Und dann mache ich die, wenn er kommt, mache ich sie zu. Und hier auch. Und dann lassen wir sie zu. Und dann dürfte der Strom auch reichen, bis die Nacht um ist. Ich könnte mal so ein bisschen auf die Uhrzeit schauen, wann das losgeht, also wann die da verschwinden. Jetzt ist es 2. Dann gucken wir um 3 nochmal. Ich weiß nicht, ob ich woanders auch schauen muss. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele. Das sind noch mehr als 3 Charaktere, oder? Da gab es doch noch irgendwie so einen Fuchs und. Und so ein Metall-Freddy. Der Freddy ist ja gar nicht. Doch, das ist ja der Freddy. Eine Metall-Freddy, so ein Hasen gab es noch. Das ist der Hase, ja. Da gibt es vielleicht doch bloß 3. Nee, so ein Fuchs gab es auf jeden Fall noch. Ja gut, es gibt ja auch mehr Teile. Vielleicht ist es in einem anderen Teil dann. Das kann sein. Bis jetzt ist alles gut, Leute. So weit sind wir vorher nicht gekommen. Okay, okay. Jetzt ist er weg, okay. Hier ist er jetzt. Okay, okay, okay. Wieso? Was? Hä? Wer ist denn das jetzt? Wer ist denn was? Okay, hier ist noch niemand. Okay, er ist... Ah, jetzt fehlt dieses Entending. Ah ja, dann ist wahrscheinlich das andere die Ente. Okay. Ja, noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Die stehen jetzt hier. Die sind jetzt quasi weit weg von mir. Hier ist niemand. Es ist schon 4, Leute. Es ist schon 4 Uhr in der Nacht. Scheiße. Okay. Okay, okay. Boah. Jetzt machen wir die Tür zu. So. Er steht jetzt hier. Aber er kann nicht rein. Er kann nicht rein. Hier ist niemand, glaube ich. Glaube ich. Ich sehe zumindest niemand. Boah, der Akku. Wir haben bloß noch 38%. Okay. Er steht hier. Ja, ich mache jetzt nicht auf. Das könnt ihr vergessen. Vier Uhr. Mann, wie lange geht das? Bis 6 wahrscheinlich, oder? Der Strom reicht nicht. Boah, wer ist das jetzt? Ach ja, okay, klar. Boah, ich hätt viel länger warten können, glaube ich. Der muss ja erst hier hin und dann hier hin. Scheiße, ich hätte viel länger warten müssen. Freddy selber ist noch da, die Ente gümmelt auch noch darum, alles cool. Wo ist er jetzt? Er ist weg. Wo ist er jetzt? Er kann hier nicht rein, er kann... 5, jetzt ist es 5. Wo ist die Ente? Jetzt ist die Ente weg. Wo ist die Ente? Das müsste die Ente sein, oder? Soll ich hier auch noch zumachen? Oh, fuck! Boah! Okay, ich... Ich glaube, es ist alles okay. Wir schaffen das. 5 Uhr. Ja, okay, aber meine Theorie stimmt. Und dann wahrscheinlich... wird das mit jeder Nacht schlimmer und man muss das halt alles besser timen wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Wo ist die Ente? Scheiße, er steht hier. Wer ist denn das?
Boah, was ist mit ihm? Er steht auch anders da. Aber hier ist noch niemand. 6% noch. Mann, wie lang geht denn die Nacht? Scheiße. Komm, machen wir hier auch noch zu. Wir haben es geschafft. Jawohl. Okay, okay. Bis um 6 Uhr. Ja, ist spannend. Ich habe mit viel mehr Jumpscares gerechnet, aber wenn man es schafft, kommen halt anscheinend keine Jumpscares. Ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ich mehr von FNAF spielen soll, gibt ja noch Teil 2, 3, 4, 5 World. Es gibt also ganz viele Indie-Games, die halt auf FNAF basieren. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich muss gestehen, allmählich macht mir Horror auch so ein bisschen Spaß, auch wenn ich so schreckhaft bin, aber ich glaube, das gefällt euch ja ganz gut. Falls ja, schreibt es in die Kommentare oder abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke oder liked oder schreibt mir auf Instagram oder schickt mir Post, schickt mir einen Brief. Schreibt es via Flugzeug an den Himmel, wie immer ihr das machen möchtet, teilt euch mir mit. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal. For centuries, we mummified my teenage.